Die Salzburg AG startete im Jänner 2020 mit einem generationenübergreifenden Lehrlingsprojekt. Pepper, der humanoide Roboter des Unternehmens, wurde für das Gunther-Latourner Pflegezentrum neu programmiert. 5 IT-Lehrlinge der Salzburg AG haben Pepper innerhalb von 6 Monaten fit für das Pflegezentrum gemacht. Der zukünftige Einsatzort von Pepper setzt seinen Schwerpunkt auf neurologische und demente Erkrankungen, multiple Sklerose und Wachkoma-Patienten. Am Anfang ist es ein bisschen Neugier und was es ist und ein Roboter und hin und her, aber dadurch, dass die Pepper so lieb und niedlich ist und wirklich ein Spaßfaktor ist, bringt sie uns alle zum Lachen eigentlich. Das ist das Ziel. Ja, wir haben auch Bewohnerinnen und Bewohner im Haus, die sehr wenig Besuch erhalten. Und da kommt natürlich eine Interaktion besonders gut an. Fotos schießen, Selfies machen, Fragen beantworten, Memory spielen. Und das ist eine große Abwechslung einerseits. Und andererseits ist es die Chance, dass unsere Bewohner auch mit neuen Techniken in Berührung kommen. Und das ist gut angekommen. 5 Jugendliche vom 2. bis zum 4. Lehrjahr haben den humanoiden Roboter der Salzburg mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Erzähl mir bitte einen Witz. Was ist ein Killerwal mit einem Pinsel? Einmal Orca. Pepper ist grundsätzlich darauf ausgerichtet, Menschen und deren Mimik und Gestik zu analysieren und auf die jeweiligen Emotionszustände entsprechend zu reagieren. Erkennt eine Stimme, das von irgendeiner Richtung eine Stimme kommt. Dann sucht sie Pepper das Gesicht dazu. Und dann, zum Beispiel, wenn sie die Person, die mit ihr gerade redet, bewegt, schaut sie einmal nach. Dann erkennt sie die Stimme und macht die Interaktionen oder die Befehle, die was mir anschafft. Die Lehrlinge statteten Pepper im Digital Lab der Salzburg mit ihren besonderen Fähigkeiten aus. Das Digital Lab wurde vor 2 Jahren gegründet und ist Teil der digitalen Technologieabteilung des Unternehmens. Was zum Ziel hat, dass wir uns mit neuen Technologien befassen, mit neuen Trends. Und in dem Zuge haben wir die Lehrlinge quasi in agiler Arbeitsweise zu uns ins Digital Lab reingeholt und haben mit denen dann im agilen Projektmanagement dieses Projekt abgewickelt. Roboter trifft auf soziale Kompetenz und somit hat Pepper vorübergehend ein neues Zuhause gefunden.